Matthias heute auf der Zeche Ewald in Herten und wir haben heute einen Termin mit dem Porsche-Szene-Fotografen Peter Keller. Und ich bin mal gespannt, ob der tolle Fotos macht, denn die sollen in die Porsche-Szene kommen. So, wir fahren jetzt hier den Peter her und der fährt mit seinem Roller vor zu der Location, wo wir jetzt Fotos machen für die Porsche-Szene. Und er hat gerade hier so ein bisschen was über die Zeche erzählt, dass hier verschiedene Fernsehsendungen aufgezeichnet werden, Stratmanns und Sport im Westen. Da werden wir vielleicht nachher noch mehr hören. Jetzt fahren wir erstmal genau zu der Stelle, wo unser Porsche 912 in Szene gesetzt werden soll. Ja, und die Spannung stieg dann, als wir mit großer Überraschung sozusagen an dem letzten Hinterhof des Geländes angekommen waren. Und hier sollte unser Porsche 912 in Szene gesetzt werden. Na, da lassen wir uns mal überraschen. Der Lenkrad schläfst du mir so ein bisschen nach rechts. Anders. Noch ein bisschen. Gut, stopp. Super. Schieber, lässt du auf, Fenster machst du zu. Kipp Fenster auf. Besitzer da hier, da muss ich dich ja eintragen. Nein. Los nicht, wa? Während Peter Keller das richtige Objektiv montiert und die Kamera startklar macht, fülle ich den vierseitigen Fragebogen aus. Und dann geht's auch schon los. Porsche TV ist heute auf der Zeche in Herten. Peter, was sagst du? Ist das ein Auto? Das ist schick, aber mir ist mir ein Dienstwagen aufgefahren, habe ich ja schon gesagt. Ja. Das ist ein sehr schönes Exemplar. Ist natürlich subjektiv für mich schön, weil mir die Farbe gefällt. Das viele Chrom gefällt mir zwar, ist aber nervig zum Fotografieren, weil ich mich immer dann spiegel. Ja. Aber ich mag dieses Grün. Es passt zu diesen Autos aus diesen Bauzeiten und ja, der ist gepflegt, ist schick gemacht. Das ist einfach ein schickes Auto, kannst du mit zum Gardasee fahren, kannst du mit von die Oper fahren. Ja. Das ist eine schicke Karre. Wir fahren bis nach Österreich mit dem Wagen, ja, ohne Probleme. Und die Mercedes-Fahrer, die sagen immer, ja, Porsche, das ist aber nicht so ein schöner Reisewagen wie ein Mercedes. Ja, Blödsinn. Ich habe nichts gegen Mercedes-Fahrer, aber Mercedes waren mir schon immer zu weich. Ich sag mal, ich verstehe auch nicht so 30-jährige Leute, die so B-Klassen fahren. Das ist für mich absolutes Rätsel. Geht gar nicht. Ja. Nein, das ist was, wenn du in so einem Altersheim kurz davor, also ich sag mal, mit dem Prospekt zum Rollator steht meistens auch ist ein Briefkastenprospekt für die B-Klasse dabei. Das ist so ein Sammelprospekt. Ja. Das ist die B-Klasse Rollator. Und da steht dann schon mal so ein Hinweis, wir hätten dann noch ein Plätzchen frei in der Seniorenwohnanlage X. Das sind so die drei Sachen, die zusammenkommen im Paket. Aber du privat bist auch Porsche-Fan? Na, ja, natürlich, schon lange. Ja, natürlich. Und wann können wir damit rechnen, dass das die Porsche-Szene veröffentlicht? Wird das noch dieses Jahr sein? Ja, das wird in der... das kommt drauf an. Es kann sein, dass es jetzt noch gleich reinkommt oder in der nächsten Ausgabe. Ah, doch, so schon so schnell. Ja, ja. Also auf jeden Fall dieses Jahr noch. Ja, ja. In Dienstlag waren ja 2500 Autos. Ja, ja. Hast du ja sicherlich mehrere angesprochen, aber wie kamst du ausgerechnet auf mich oder auf mein Auto? Das kann ich dir ganz einfach sagen. Ich kenne mich nur ein bisschen aus mit Autos, gerade bei Porsche und das ist einer der schönsten 912er, die ich so gesehen habe bis jetzt. Das ist mir sofort aufgefallen, dass es ein 912er ist. Ich kam mir dann auf mein Auto zu und dann, als wenn du auf mich gewartet hättest, weil mir dann Auto sofort ins Auge gefahren ist. Hast du mich angesprochen, ja. Ja, weil er einfach schön ist. Schon nach wenigen Minuten entwickelte sich immer mehr ein Gespräch mit dem Fotografen Peter Keller und ja, das Fotografieren wurde fast nebenbei erledigt. Einfluss auf den Text oder schreibst du den sogar selbst? Bitte. Nein. Du bist nur für Porsche heute. Ja? Ist doch Porsche. Sorry, Ferrari. Nein. Also, das heißt, ich habe schon Einfluss, indem ich dem Redakteur ein paar Tipps gebe, sofern ich den Besitzer mehr oder weniger vorher schon etwas kenne, so wie bei dir. Ja. Und ich kriege das auch, bevor es in Druck geht, natürlich zu lesen.
Ja, aber den 911 hast du nicht über. Das ist ja, der Unterschied ist ja bei natürlich, das war eine Bildunterschrift. Ja. Und die Bildunterschriften lese ich mir natürlich nicht alle durch. Ja, ja. Ne? Also. Bloß ich dachte mir, wir haben ja heute mal die einmalige Chance, wenn wir so einen Mann wie dich jetzt kennenlernen. Ja. Jeder Text über den 912 fängt ja so ungefähr an, der billig Porsche, da fehlen zwei Zylinder, was weiß ich, irgendwas Negatives. Und dass wir diesmal vielleicht einen Artikel zustande kriegen, der so richtig mal den 912 nach oben. Nein, der 912 ist ein völlig eigenständiges Auto, das hat mit billig aber ja gar nichts zu tun. Ja, aber jeder schreibt immer, glaube ich, in eurer Zunft vom anderen ab. Ein bisschen jedenfalls. Ja, das ist aber Blödsinn. Das ist völliger Quatsch. Das ist ein völlig eigenständiges Auto. Also, ja. So, ich fülle jetzt hier mal den Bogen aus für die Porsche-Szene, damit die auch wissen, mit wem sie es zu tun haben. Und dann gebe ich mal so Daten an, wie sie mit uns in Kontakt treten können. Ja. Und dass wir eine ordentliche Firma sind. Firma? Ja. Eine ordentliche Gruppe, nämlich die Porsche 912 Group Ur-12er. Wir schauen die ersten Fotos an und mir fällt auf, dass einige davon im Hochkantformat sind. Ja, wenn du Hochkant machst, dann ist 100 Auto und oben kommt der Text an. So, Peter bereitet jetzt die Aufnahme vom Motor vor. Und im Moment haben wir eine Diskussion mit uns in der Gruppe wegen der Aufkleber. Das ist so ein Running Gag. Kein Mensch weiß, selbst Porsche Classic weiß nicht, welches die originalen Aufkleber beim Porsche 912 sind. So. Schauen wir mal, wenn ich das Rätsel mal löse. Ja, los. Hast du schon mal so einen schönen Motorraum gesehen? Nein, in meinem Leben noch nicht. In meinem ganzen Leben noch nicht. Das wird einer der wichtigsten Tage in meinem Leben sein. Nein, ich habe schon schöne Motoren gesehen, auch, aber der ist wirklich gut gemacht. Aber ich habe Vergleichbares schon gesehen. Das bleibt ja auch nicht aus. Ja, ich habe ja schon ein paar tausend Autos fotografiert. Wollte ich gerade sagen. Und deswegen sind wir richtig stolz, dass du heute unser Auto fotografierst, dass das mit dem Termin geklappt hat. Das freut mich. Ja, stöhnen erstmal, dann geht's leichter. Auf Verdacht stöhnen lassen. Aber alle Fotografen, stelle ich fest, haben so einen mehr trockenen Humor. So, die kann man einfach nicht so außer Ruhe bringen. Nein. Zumal ich das, was du da jetzt machst, auch schon gemacht habe. Ich habe fast 18 Jahre als Kameramann gearbeitet. Aha. Das ist halt für mich alles nichts Neues. Schneller kann ich nicht aus der Werbung. Aber früher hat man da 5 Kilo Equipment immer mitschleppen müssen oder 10? Schon eher 15 Kilo. 15, ja. Aber ich habe das gerne getragen, weil es auf der Schulter einfach ruhiger liegt. Ja. Ganz ruhige Bilder machen. Das ist richtig. Jetzt gerade den Namen Walter Röhr. Da erinnere ich mich natürlich an eine schöne Geschichte. Ich hatte das große Vergnügen, für eine Oldtimer-Sendung im DSF war ich mit Walter Röhrle in Tasmanien, auf der Tasmanien-Rallye, 2 Wochen. Und zwar mit seinem originalen 911 SC Carrera aus dem Museum. Der wurde revidiert, neu gemacht, dann wurde er nach Tasmanien verschifft und damit hat der Walter Röhrle dann an der Rallye Tasmania teilgenommen. Das ist eine Rallye, völlig verrückte Rallye. Das ist eine Rallye, wo aktuelle Fahrzeuge, also WRC-Fahrzeuge mit weit über 700 PS oder 500, 600 PS gegen Oldtimer antreten. Und der Walter Röhrle Auto hatte 250, 270 PS. Und man muss sich vorstellen, der ist mit dem Auto Dritter geworden. Wahnsinn. Und der war auch sehr zäh bei der Sache. Und dann habe ich ihm gesagt, Meister, warum bist du hier so hartnäckig dabei? Ich sage, das ist doch für dich nur ein Ausflug hier. Ich sage,
Da hat er mir das, ich kann das nicht so auf Bayerisch sagen, aber der sagte mir, weil er das schon öfter gesagt hat, sagt er, die kommen alle hierher, um mich zu schlagen. Und den Gefangen tue ich den nicht. Sagt er. Und insofern gebe ich hier Vollgas. Und er ist Dritter geworden mit einem weitaus unterlegenen PS-mäßigen Fahrzeug. Seine Fahrkünste, die sind ja nun weltbekannt, die muss ich jetzt auch nicht groß nochmal darstellen. Es war eine große Freude, das nochmal zum Namen Walter Reuer. Ist jetzt, glaube ich, ungefähr 15 Jahre her, als ich da war in Tasmanien. Aber war eine tolle Sache. Wo du jetzt gerade so bequem und entspannt bist, würdest du einmal die Porsche 912 Group Ur-12er grüßen? Ja, natürlich. Sag deinen Namen und, ja, mein Name ist, und die Porsche 10 musst du aber auch mit reinmachen. Ja, gerne. Also, aber guck mal in die Kamera. Ja, mein Name ist Heinz-Peter Keller. Ich fotografiere für die Porsche-Szene und grüße natürlich aus diesem wunderschönen 912 alle 912 Freunde und Community und wünsche viele schöne Ausfahrten und schönes Wetter, möglichst wenig Reparaturen und viel Spaß mit eurem schicken Auto. Alles Gute. Super, Peter. Ja. Wir danken dir. Batterie, ja, ich habe noch eine mit. Ja, da war doch tatsächlich der Akku leer, kurz gewechselt. Und dann erzählte uns Peter Keller noch aus seiner aktiven Zeit als Kameramann beim Tennisturnier am Roten Baum. Die Großfresse, ne? Der Kamera 7, Peter Keller, der muss ja machen. Ne? Und ich natürlich, ja klar, wo ist das Problem? Natürlich, meinte ich, ja, pass auf. Und dann fand das statt, dass dieses Interview sollte stattfinden vor so einer VIP-Lounge irgendwie. Und da saßen, weiß nicht, so 100 Leute irgendwie auf gar nicht stören. Ja. Und dann kam der Dr. Stauder da und so. Und da habe ich nichts rausgekriegt, also, weil ich stand mit dem Rücken zu den Leuten und ich habe mir gedacht, alle gucken jetzt auf dich. Das ist so. Wenn man Leute alle dabei gucken hat, auf ja. dich. Und wehe, du sagst irgendwas Falsches oder so. Und da habe ich erstmal gemerkt, wie schwer der Job ist vor der Kamera. Ja. Ne? Das ist ja. schon nicht einfach. Genauso wie die Leute immer meinen, so, die dann auf dem Sofa sitzen, wenn die zum Beispiel dieses mit dem, ja, ist das mit dem Jauch, Wer wird Millionär? Mhm. Gucke ich ja nicht oft, aber. Aber wenn du da sitzt. Du musst mal da sitzen, anders. Dann hast du so 15. Ein KW auf deine Birne, ja. du sitzt auf dem Stuhl, ja. du hast 4 Kameras, 6 Kameras ja. um dich rum. Ja. Und dann ist dann natürlich mal ein ganz anderer Schnack. Warum ja. machst du jetzt das nicht mehr, diese Fernsehkamera? Ich habe meine rechte Schulter kaputt. Aha. Ein Rotatorenabriss. Ich kann sowas nicht mehr machen. Ja. Aber nicht vom Kameraschleppen jetzt? Nein, ich bin gestürzt. Aber nichtsdestotrotz kam das durch Zufall, dass ich den... die Leute von Porsche-Szene, beziehungsweise die machen, wir machen ja auch VW-Szene und Audi-Szene und Opel-Szene, okay. die 4 Zeitungen. Ja. Und die kenne ich auch von früher, mit denen habe ich zusammen die Motto-Show gemacht in Essen. Da wurden immer VHS-Kassetten gemacht, die habe ich gedreht. Ja. Am ersten Tag der Motto-Show wurden die damals verkauft. Und daher kenne ich die Leute schon seit 30 Jahren, die habe ich wieder getroffen und bin dann noch plätzchenfrei wie so ein alter Mann. Ja. Und jetzt wird der alte Mann noch aktiv mal und fotografiert Autos. Aber dem alten Mann muss man ja auch nicht erst nur erklären, worauf es ankommt. In dem Nein, Tag. Das wohl nicht. Den schickt man los und dann läuft die Sache. Eigentlich schon, das ist wohl wahr. Und ja, mir macht es einen heiden Spaß, ist mein Traum. Ja. Ne? Mit netten Leuten schöne Autos fotografieren, was willst du denn mehr? Da gibt es schlimmere Jobs. Ne? Das stimmt. Und insofern bin ich äußerst zufrieden. Ja. Jetzt haben wir Außenaufnahmen gemacht, wir haben den Motorraum, ja. wir haben Details, wir haben den Innenraum. Was ja. bleibt jetzt noch, Peter? Nicht viel. Ich mache jetzt noch so ein paar kleine Sachen hier und dann sind wir durch. Ja, prima. Ich shuttle jetzt einmal meine Bilder durch, ja. solange du hier noch stehst. Und mir was auffällt, was ich noch nachfotografieren muss, shuttle ich jetzt schnell. Das ist natürlich das Schöne an der Digitalfotografie. Ja. Ich habe es nicht so gerne gemacht früher, ich bin ein alter Celluloid-Fan. Ja. Und, aber das ist natürlich, das ist natürlich super. Du bist am Set, schattelst ja. durch, guckst deine Bilder ja. durch, ob alles, ja. alles da ist. Ja. Früher konntest du das nicht machen. Nee. Ja. Ich habe da in der Seitentasche noch so ein kleines Schild von unserer Porsche 912. Gut, können wir das ja, irgendwie reinbringen? Ja, das mache ich gleich. Ja? Mache ich gleich. Ich mache jetzt hier nochmal 2 Bilder vom Innenraum und dann können wir das machen. Okay, prima. Freue ich mich. Peter Keller möchte den 912 dann noch von oben fotografieren und entsprechend bringe ich das Fahrzeug in Position. Die Aufnahme mit dem Schild von der Porsche 912 Group haben wir dann leider vergessen.
nachdem alle Aufnahmen im Kasten sind, führt uns Peter Keller noch zu einem der ehemaligen Einlasstürme. Dort will er uns noch etwas zeigen. Hier auf Ewald, sicher Ewald, das ist hier der Schacht 2. Und hier trifft sich einmal im Monat sonntags, ersten Sonntag im Monat, Youngtimer, Oldtimer, Enthusiasten zum Frühstück. Jeden ersten Sonntag im Monat ab 10 Uhr. Zeche Ewald in Herten, Schacht 2. Ist nicht zu verfehlen, das müssen wir hoch, durch die beiden großen Einlasstürme, die sieht man vom Weiten, ist das nicht zu verfehlen. Wie gesagt, in Herten, Zeche Ewald, Schacht 2, jeden Sonntag, ersten Sonntag im Monat, 10 Uhr Young und Oldtimer Frühschoppen. Genau, und Horst TV ist heute hier, da haben wir aber keinen Frühschoppen, sondern wir haben eine Fotosession gemacht und zu der hat uns Peter Keller, der Fotograf der Porsche-Szene, herzlich eingeladen. Peter, wird das was mit unseren Fotos? Ich bin davon überzeugt, ich habe es mir gerade angeguckt, ich denke mal 3-4 Doppelseiten kriegen wir zusammen und ein schönes Auto. Und das auch noch 2015, hast du gesagt, vielleicht ja, schon auf in jeden der nächsten Fall. Ausgabe oder über den